Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video. Heute möchte ich euch das Bonn-Wiki vorstellen. Jetzt fragt ihr euch, warum braucht Bonn noch eine eigene Wikipedia? Es gibt doch schon die Wikipedia und dort gibt es auch ganz viele Artikel über Bonn. Ja, das ist eine richtige Frage und unsere Antwort darauf ist, zum einen gibt es in der Wikipedia ganz andere Relevanzkriterien als für ein Bonn-Wiki. Im Lokalen hat vielleicht ein Jan Loh eine ganz andere Bedeutung als für die Wikipedia im Allgemeinen. Insofern gibt es im Lokalen noch ganz viel Wissen, was wir sammeln können und für andere Menschen zur Verfügung stellen könnten. Der zweite Aspekt ist, dass die Wikipedia sehr kompliziert zu bedienen ist und sehr viele Administratoren hat, sehr viele Regeln hat. Also bis man es da geschafft hat, einen Artikel zu veröffentlichen, muss man sehr viele Hürden überwinden. Und wir versuchen, das Bonn-Wiki so einfach zu gestalten, dass da eigentlich jeder mitmachen kann und seine Inhalte eintragen kann. Und besonders danken möchten wir an dieser Stelle Hans-Dieter Weber, ein Journalist aus Bonn, der lange Jahre beim Generalanzeiger gearbeitet hatte und Bonn in- und auswendig kennt. Und er hat uns ein Geschenk gemacht, ein großes. Und zwar hat er uns das Bonn-Lexikon, die Inhalte des Bonn-Lexikons zur Verfügung gestellt. Das sind über 6000 Artikel über Bonn mit Fotos und allen Inhalten. Und das ist nicht mehr herausgegeben worden und wir haben lange versucht, das nochmal rauszubringen und nochmal mit den Verlagen gesprochen und es klappte alles nicht. Und irgendwann hat er gesagt, okay, dann nutzt diese Inhalte, versucht das Bonn-Wiki damit aufzubauen und ja, das tun wir jetzt auch. Und wir möchten euch aber auch dazu einladen, mitzumachen, denn 6000 Artikel, wenn wir nur jede Woche einen Artikel reinstellen, sind wir 6000 Wochen beschäftigt. Rechnet das mal aus, wie viele Jahre das dauert, das Buch da reinzubringen. Also wir brauchen eure Hilfe, schreibt mit ins Bonn-Wiki, helft uns die Artikel zu aktualisieren und ja, macht einfach mit. Und heute möchte ich euch zeigen, wie das denn eigentlich geht, denn es ist überhaupt nicht kompliziert. Also folgt mir mal mit ins Bonn-Wiki. Ihr seht auf der Startseite erstmal ein kleines Herzlich Willkommen und worum es hier geht, wie man mitmachen kann, welche Artikel schon angelegt wurden. Bei Aufzeichnung des Videos gab es 373 Artikel und zwei sehr aktive Autoren. Da möchten wir gerne mehr draus machen. Aber ihr seht schon, es gibt eine Riesenvielfalt an Themen, die wir hier gesammelt haben. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr euch einen Account anlegen. Jetzt seht ihr, hier ist schon ein Account da. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, dann ist das ganz einfach. Ihr geht hier oben über Benutzerkonto erstellen. Ihr legt einen Benutzernamen ein, ein Passwort ein. Ihr könnt eine E-Mail-Adresse und euren Namen hinterlegen, müsst ihr aber nicht. Und dann müsst ihr eine kleine Quizfrage beantworten. Das haben wir einfach gemacht, damit die ganzen Bots nicht alle sofort unsere Seite zerschießen. Also es gibt viele Leute, die vandalieren, die machen die Wikis kaputt. Und das macht sehr viel Arbeit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, man muss hier sich einmal registrieren. Und das wird natürlich auch beobachtet, welche Bearbeitungen gemacht werden, damit hier nicht die ganze Mühe umsonst war. Wenn ihr ein Benutzerkonto angelegt habt, könnt ihr euch hier oben anmelden. Das machen wir jetzt nochmal. Ich logge mich mal schnell ein. Naja, schnell. Das bereite ich auch beim nächsten Mal vor, dass hier sofort das Passwort klar ist. Genau, dann seid ihr auch schon angemeldet und ab jetzt seht ihr, könnt ihr hier oben auch jeden Artikel bearbeiten. Einmal in der direkten Ansicht mit dem Visual Editor und einmal als Quelltext in der Wiki-Syntax, damit ihr das schon mal gehört habt. Jetzt wollt ihr vielleicht nicht direkt die Startseite kaputt machen, sondern sagt, ich möchte das erstmal ausprobieren, wie funktioniert denn das überhaupt? Keine Sorge, dafür gibt es zum einen die Spielwiese. Dort könnt ihr einfach alles ausprobieren, was ihr findet. Und zum anderen gibt es eine Erklärung der sogenannten Wiki-Syntax. Die braucht ihr aber auch nur für kompliziertere Sachen. Damit ihr überhaupt mal anfangen könnt, zum Beispiel einen kleinen Rechtschreibfehler korrigieren oder einen kleinen Artikel selbst zu schreiben, schaut euch einfach mal auf der Spielwiese um und probiert das dort mal aus. Ihr seht, hier sind schon verschiedene Tests gemacht worden und es ist wirklich sehr einfach. Wenn ihr den Text bearbeiten möchtet, egal wo ihr den findet im Wiki, dann geht ihr hier oben auf Bearbeiten, dann lädt der Editor und das war's schon. Ab jetzt könnt ihr wie in einem Textverarbeitungsprogramm einfach mitschreiben. So, jetzt habe ich hier meine kleine Änderung reingeschrieben
Und alles, was ich tun muss, ist noch Änderungen speichern. Dann fragt er kurz nach, was hast du denn jetzt eigentlich gemacht? Das hilft den Administratoren, den Überblick zu behalten. Tests. Und dann kann ich meine Änderungen schon speichern. Mehr ist es nicht. So seid ihr Wiki-Autoren. Natürlich gibt es noch verschiedene tiefergehende Funktionen. Ja, ihr seht hier zum Beispiel Links, die gesetzt wurden, oder Links auf Artikel, die noch nicht existieren. Das ist aber auch keine Kunst. Also wir fangen nochmal hiermit an, bearbeiten. Und jetzt seht ihr hier oben, gibt es ja den Editor. Der bietet schon einige Funktionen. Zum einen könnt ihr hier eine schöne Formatierung einfügen. Ja, fangt zum Beispiel mit Überschriften an, Unterüberschriften. Damit könnt ihr schon den Text sehr gut gestalten und strukturieren, damit er auch gut lesbar bleibt. Fettschreibung, Kursivsetzung und noch weitere Funktionen. Keine Ahnung, ob man die so oft braucht. Relevant sind natürlich die Links. Man kann auch Zitate setzen und diese wiederverwerten. Bullet Points setzen, nummerierte Listen und Aufzählungszeichen also. Und noch verschiedene andere Funktionen, die ich euch später vielleicht noch zeige. Fangen wir mal an mit dem Link. Sagen wir mal, wir hätten noch einen Artikel zu einer Bonner Person, nämlich zu Jan Loh. Und jetzt finden wir, dass Jan Loh markiert werden sollte und verlinkt werden sollte. Dann gehen wir hier oben auf den Link-Button. Und jetzt sucht der und stellt fest, dass diese Seite schon existiert. Deswegen ist sie blau unterlegt. Wäre sie jetzt rot markiert, wie beim Kunstrasen eben, dann wüssten wir, diese Seite existiert noch nicht. Man kann natürlich auch einen externen Link setzen zu einer anderen Webseite, https, bonwiki oder bondigital ist natürlich super, kann man immer verlinken. Dann würde hier jetzt der Link entstehen. Den machen wir mal wieder weg. So. Und ihr seht, eine interne Verlinkung auf Jan Loh, zack. So, die Linkung steht. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal speichern. Schreibe ich dazu, was ich gemacht habe. Und schon ist es fertig. Und jetzt funktioniert dieser Link. So, hier ist der Artikel zu Jan Loh. Ihr seht, er ist schon ein bisschen bearbeitet worden, aber ihr könnt ihn auch gerne ergänzen. Wie, das wisst ihr jetzt. Gehen wir nochmal zurück. Ihr habt gesehen, so kann man auch neue Artikel anlegen, indem man einfach Begriffe markiert, die jetzt noch nicht existieren. Auf der Seite steht jetzt Seite noch nicht vorhanden. Und jetzt würdet ihr eine komplett neue Seite anlegen. Zum Beispiel der Kunstrasen, eine Veranstaltungs... Der Kunstrasen ist eine Open-Air-Veranstaltungsreihe in der Kronau, in der Rheinaue, ja, oder in der Kronau, ich weiß es noch nicht genau. Aber ich kann es jetzt schon mal speichern. So, jetzt seht ihr hier, Kunstrasen ist eine Open-Air-Veranstaltungsreihe in Gronau. Der Artikel ist jetzt angelegt und kann weiter bearbeitet werden. Und wenn wir zurückgehen, die Seite neu laden, dann müsste jetzt genau die Seite blau, der Link blau markiert sein. Also ist es wirklich auch ganz einfach, Links zu setzen. Jetzt gehen wir mal auf die Kunstrasen-Seite. Und jetzt zeige ich euch, wie man ein Bild einbindet. Bei den Texten habt ihr es schon gesehen, wenn man es speichert, dann wird hier gefragt, ob ihr damit einverstanden seid, dass das Ganze in die Public Domain geht, also dass jeder diese Inhalte weiter nutzen kann, bearbeiten kann, sowohl kommerziell als auch ohne Namensnennung. Im Grunde geht es darum, dieses Wissen wirklich für alle verfügbar zu machen und nicht zu sagen, wir wollen das jetzt irgendwie schützen. Also seid euch bewusst, dass das Ganze jetzt erstmal hier unter der CC0-Lizenz steht, also Creative Commons 0, Public Domain, das Ganze soll allgemeingut werden, ihr habt keine Ansprüche mehr an euren Inhalten. Also bitte nutzt auch nur eure eigenen Inhalte und kopiert nicht irgendwas. Gut, ich wollte euch aber zeigen, wie man noch ein Bild einfügt. Bei den Bildern ist es auch wichtig zu wissen, die sind unter einer anderen Lizenz. Entweder unter CC0 oder unter CC BY 4.0.
Das heißt, ihr braucht eine Namensnennung. Gehen wir mal auf Einfügen, Medien. Jetzt kommt ein Medieneditor. Leider findet er noch kein Bild in der Mediathek zum Thema Kunstrasen. Aber ich kann jetzt hier auf Hochladen gehen, eine Datei auswählen. Gehe ich mal in Downloads, da habe ich schon was vorbereitet, den Kunstrasen hier. So, das ist jetzt das Bild, was ich gerne hochladen möchte. Dieses Bild habe ich selbst angefertigt, deswegen darf ich auch bestätigen, das ist mein eigenes Werk. Und dieses Bild wird unter der Lizenz CC BY 4.0 hochgeladen. Das heißt, andere Leute müssen meinen Namen nennen und die Lizenz nennen, damit sie dieses Bild weiter nutzen dürfen. Gut, dann lade ich das Bild hoch. Jetzt mache ich noch eine Beschreibung, worum es geht. Kelly im Regen. Dann speichere ich diese Beschreibung auch. Jetzt sehe ich das Bild. Nochmal mit den Informationen. Oh ja, jetzt steht hier drin, HD Weber hat es hochgeladen. Und jetzt kann ich dieses Bild weiterverwerten. Kann auch noch entscheiden, soll es nach links, nach rechts, soll es ein Vorschaubild sein, wie groß soll es sein. Aber jetzt füge ich es erstmal einfach so ein und wunderschön, da ist das Bild. Mache ich noch eine Bildbeschreibung und speichere die Änderung als Bild eingefügt. Ja, und schon ist der Artikel wieder fertig. Also so einfach ist es auch, Bilder einzufügen und das Bonn-Wiki zu einem ganz tollen Ort zu machen mit ganz vielen Inhalten. Ja, für die Profis unter euch kommen wir zum Ende. Könnt ihr euch gerne nochmal umschauen in der Wiki-Syntax, das findet ihr hier. Hier gibt es noch viele Beispiele, was ihr so einbinden könnt. Eine Kleinigkeit möchte ich euch noch besonders zeigen, nämlich die Geodaten. Das wäre super, wenn ihr uns dabei helfen könntet, die Artikel mit Geodaten auszustatten, denn das kann man super nutzen auf dem Handy. Ich zeige es mal. So würde die Seite auf dem Handy aussehen, wenn man sie lädt. Und jetzt gibt es hier eine Möglichkeit zu sagen, zeige mir Artikel in der Nähe an oder auch einen zufälligen. Aber gehen wir mal in die Nähe. Dann muss ich erlauben, dass mein Ort genutzt wird. Und siehe da, jetzt kriege ich bei einem Artikel schon die Geodaten angezeigt, dass direkt in meiner Nähe das Freibad Friesdorf ist. Ich bekomme eine Karte angezeigt, die ich mir nochmal anschauen kann. Ich bekomme die Geschichte erzählt, die Anfahrt und so weiter. Also das wäre ganz toll, wenn ihr uns helfen könntet, die Artikel immer weiter auszustatten mit Karten, mit Bildern, mit schönen Überschriften und das Ganze wunderschön zu machen. Ja, ich hoffe, das Tutorial-Video hat euch gefallen. Schreibt was in die Kommentare, liked es, teilt es und vor allem schreibt mit uns im Bonn-Wiki, sagt es weiter und helft uns einfach, dieses Wissen über Bonn zu sammeln und weiterzugeben. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!